Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Krass Klassenfahrt. Leute, es hat ja nur einen Tag gedauert, oder? Schaut mal auf die Uhr. Ja, letzte Folge kam ja gestern, deswegen läuft alles nach Plan wie immer, Leute. Ihr wisst es ja, bei mir ist ja alles immer hier sehr regelmäßig. Leute, wir schauen rein in die nächste Folge. Folge 6 der mittlerweile 5. Staffel, denke ich. Wahrscheinlich ist schon der 6. draußen, ich weiß es auch nicht, Alter. Wird sie ihm fremdgehen? Folge 6, ich bin gespannt, Leute. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es wird jetzt auch hoffentlich ein bisschen regelmäßiger. Ich war jetzt vorgestern, glaube ich, wenn mein Kopf richtig funktioniert, welcher Tag ist heute? Ja, vorgestern war ich in Berlin bei der Sonic-Premiere und das war sehr, sehr nice. Da habe ich Jonas auch nochmal kurz gesehen und ja, war ein sehr, sehr nicer Tag, Freunde. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, der Film ist sehr empfehlenswert, Alter. Der Film ist sehr empfehlenswert für Sonic-Fans, für Nicht-Sonic-Fans, für Julian-Bam-Fans und für Nicht-Julian-Bam-Fans. Also eigentlich für jeden. Auch für Jung und Alt, Alter. Retalk, war ein guter Film. Schaut ihn euch gerne an, Leute. Ich weiß nicht, wann er rauskommt, aber sobald er draußen ist. Schaut ihn euch an. Ich werde ihn am Sonntag nochmal sehen. Am Sonntag bin ich in Köln. Darf ich das sagen? Ich darf gar nicht sagen, glaube ich. Scheiße. Nee, ich sag ja nicht, wo ich bin. Ich bin irgendwo in Köln am Samstag. Scheiße. Egal. Lass ich drin. Scheiß drauf. Freunde, wir schauen die neue Folge. Wird sie ihm fremdgehen? Ich denke, ja. Ich denke, ja. Oh, ich bin voll raus wieder, Mann. Ich bin voll raus, ey. Fuck mich selbst ab. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Aber wir haben ja zum Glück so ein Flashback, wo ich sehen kann, was alles passiert ist. Okay, wir schauen rein, Leute. Was in den letzten Folgen passiert ist. Die wird so krank auf den Markt einschlagen. Ach, stimmt, diese Droge. Och nee, ja. Pass auf, wir werden damit Millionen verdienen. Da war gerade ein Mann. Wieder war gerade ein Mann. Dann mach mal den Kopf in den Nacken. Vielleicht ist er sogar getrunken, Alter. Och nee. Ja, aber hey! Madison hat draußen einen Mann gesehen. Ich weiß, das sind Jojos Eltern. Ihr müsst mir jetzt helfen, alle Fenster und Türen zuzumachen. Los! Ich bin noch nicht bereit dafür. Warum? Was machen wir jetzt? Nein. Wir müssen jetzt alle ruhig bleiben. Ansonsten sind wir tot. Leute, es ist so viel passiert, okay. Nice, Alter. Julian, ganz komischer Typ, ganz komischer Hase. Ganz komischer Hase. Nele sowieso. Nele, sehr komisch. Okay. Leute, wir sind da. Wir sind doch da, Leute. Wir sind doch drin hier. Billard, da ist das, Freunde. Billard, das ist ein Billardtisch. So, jetzt haben wir alle Fenster kontrolliert. Jetzt sind wir erstmal sicher. Ja. Geht's dir? Oh nein, das Fremdgehen war auf diese Situation bezogen. Wird sie ihm fremdgehen, ist hierauf bezogen. Weil er hat die Drogen genommen und er geht ihr fremd. Gut? Ja, Leute, mir geht's nicht gut. Frau Kapsfleisch. Bist du? Oh nein, da ist doch schon der Körperkontakt, Leute. Ich sehe es doch schon in meinen Augen. Dann müssen wir später nochmal Fieber messen. Was? Aber im Po, Leute. Im Po ist es accurate. Ich sag's euch. Was? Oh. Leute. Dein Gesicht ist... Leute. So groß. Das ist das, was Frauen hören wollen. Vielleicht Vertraut solltest mir. Du ins Bett gehen. Oh nein! Sind Sie Frau Kalbsfleisch? Nein. Sie sind die schönste Lehrerin, die ich kenne. Okay, danke, Fly. Och Mann, Leute. Ich glaub's einfach nicht. Seitdem ich meine Tage habe, verhält sich Fly so komisch. Und jetzt liegt er da mit Frau Kalbsfleisch rum und macht dir solche Komplimente? Und sie saßen! Ganz ehrlich, wenn er es auf die harte Tour will, dann kann er es gerne haben. Och, und jetzt sag nicht, dass sie sich Stanley schnappt. Ich könnte es mir vorstellen. Das Stanley. Ich hab's gesehen, Leute, mit dem Fernglas. Hast du es dir nochmal überlegt mit dem ersten Mal? Leute, ich will jetzt nichts pushen hier. Ich hab dir doch gesagt, dass ich Zeit brauche. Das ist auch voll okay. Wie lange soll ich warten? Weil wir müssen doch auch mal neue Sachen ausprobieren. Hey, alles cool, chill doch. Ich muss heute Abend Medium für meine Geisterstunde sein. Also Medium für deine Geisterstunde? Ja, ich glaube seit Jahren an Geister. Du glaubst an Geister? Okay. Das Thema fasziniert mich mega. Das ist doch ein Quatsch. Das ist kein Quatsch. Klar. Du kannst auch kommen, wenn du willst. Nee. Geh hin, Junge. Ich kann jetzt geh hin da. Sei doch mal offen für Neues. Sei offen und ehrlich. Sei du doch mal offen für Neues.
Ist das ein Tannenzapfen? Ich dachte, die wachsen nur an Bäumen. Ach nee, was liest sie? Ach, das Jonas Ems Buch. Natürlich das Jonas Ems Buch. Natürlich. Sehr gut. Hi. Hi. Und? Was machst du gerade? Ich lese gerade. Okay. Ja, relativ spannend eigentlich. Das klingt gut. Ich habe uns ein Handtuch besorgt und ich dachte, wir könnten vielleicht in den Pool. Ja. Weil die anderen waren auch schon und ich dachte, das ist vielleicht so ganz cool, sich sportlich ein bisschen zu betätigen. Auch. Ja, dann geh doch einfach mit den anderen in den Pool. Was hältst du von der Idee? Ach so, nein, ich hab uns beiden das Handtuch besorgt, weil ich dachte, dass wir lange nichts zusammen gemacht haben. Abbruch. Ich war ewig Abbruch. Nicht mehr irgendwo beim Sport. Ich kann Abbruch. Mich wahrscheinlich überhaupt gar nicht über Wasser halten ohne Muskeln. Abbruch. Mission. Ich habe echt keine Lust, jetzt Rückzug, irgendwo schwimmen zu gehen. McLary, du bist. Nein, ich fühle mich einfach nicht wohl. Wir gehen. Hast du keine Lust, das mit mir zu machen? Blödsinn. Also, McLary, komm, wir gehen. Nicht? Nein, will ich nicht. Nein, geh, nimm das Handtuch bitte mit. Genau, ich danke dir. Ja. Und. Tür knallen? Oh, Tür hat nicht geknallt. Okay, schade. Im Knast, da war ich auch nicht immer der Fitteste. Aber ich hab mich durchgebissen, ja? Ich hab meinen Zellengenossel als Kurzhandel genommen und dann immer wieder BAM, 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 BAM. Richtig durchgebissen. Mann. Hallo? Klar würde ich gerne mit McLary irgendwo schwimmen gehen. Aber wie peinlich bitte wäre das, wenn mir einfach mittendrin die Puste ausgeht? Das ist alles scheiße. Oh! Yo, hier ist eine fette Spinne, Jungs. Holy shit. Holy shit, dude. Holy fuck, Alter. Okay, Leute, wir müssen ganz kurz die Aufnahme abbrechen. Holy fuck. Okay, oh shit. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde euch berichten, wie es gelaufen ist. Holy shit. Saved. Leute, saved. Ich habe alles gesaved. Du kannst auch kommen, wenn du willst. Nee, für sowas habe ich echt keine Zeit. Was, wo habe ich denn hier raufgedrückt, dass ich so weit weggeskippt bin? Holy shit, war ja ganz woanders gerade. War ich hier? Nee, ich war weiter vorne schon, oder? Hier war ich. Alter, ich habe mich so wegerschreckt. Holy shit, Alter. Damn. Freunde, so fängt jeder schlechte Prono an, ich sag's euch. Ich finde es so mega, dass du deinen Plan durchziehst, wirklich. Richtig Respekt vor dir. Dankeschön. Ja, ich will mich jetzt voll und ganz dem Glauben widmen. Und dazu gehört natürlich auch mein neues Outfit. Ja, und das steht dir auch noch. Dankeschön. Du hattest eben was angesprochen, du hast aber nicht ausgesprochen, als wir eben im Garten waren. Oh, jetzt kribbelt es überall, Digga. Jetzt habe ich überall so das Gefühl, dass da eine Spinne hängt. Holy fuck, Alter. Ja, ich fühle mich halt schon so länger nicht so wohl in meinem Körper. Also jetzt wird es halt gerade viel schlimmer, weil Joel hat mit mir geschlafen und jetzt lässt er mich einfach links liegen und beachtet mich überhaupt nicht mehr. Deswegen Frauen immer rechts liegen lassen, Freunde, besser ist es. Ich fühle mich einfach nur noch eklig. Hey, das brauchst du aber nicht, wirklich. Ja, ich weiß auch gerade nicht. Also ich weiß nicht, ob das jemals nochmal was mit Julian und mir wird. Und ich habe eine Idee, ehrlich gesagt. Oh, wie wär's, wenn du dich an Julian ranmachst? Wir beide brauchen ja ein bisschen Ablenkung. Pass auf, du machst dich an Julian ran und dann geht er entweder drauf ein, dann weiß ich auch, dass das niemals mehr was zwischen uns wird. Mhm. Oder er geht halt nicht drauf ein. So kannst du auch gucken, ob du deine Bestätigung findest. Weißt du, was ich meine? Ja. Jetzt redet doch! Wenn du glaubst, redet genau, Klartext jetzt. Also, wenn du glaubst, dass was bringt. Lass uns das mal ausprobieren, oder? Ja, aber sie soll sich dann auch an Scharmützelboy ranmachen. Nur wenn du es willst. Okay, ich bin ready, Leute. Was kommt jetzt? Der Julian. Was? Scheiße, was mit dir denn passiert? Es dreht sich alles. Mir geht's so scheiße. Ich weiß nicht, was habt ihr mit mir getan? Warte. Mal durch. Was? Siliziumdioxid, Kaliumpermanganat, CO2, Fluorid. Natriumfritte. Ach du heiliger Strohsack, ich hab das Vorzeichen falsch gemacht. Ja. Fuck. Oh nein. Was genau das Gegenteil passiert. Anstatt dass du glücklich bist du down. Anstatt dass du fit bist du schlapp. Und eigentlich müsstest du noch 3 Fremdsprachen sprechen. Ja, das stimmt, in der Tat. Na, Buki Habibti. Oh Gott. Fuck. Ja, sieh auch schon. Französisch? Kannst du auch noch? Je suis gern. No. Okay, ja. Pass auf, das ist feinstes Urin. Trink das so auf Ex.
Leute, ich bin ehrlich, die haben mich angerufen und meinten, yo, Flo, wir können dir da zwar keine Rolle geben direkt in der Serie, du kannst trotzdem teilhaben, wir brauchen 0,56783 Liter feinstes gefiltertes Urin von dir. Da habe ich natürlich nicht überlegt, habe direkt ja gesagt, per Expressversand mit DHL 699 hat mir das gekostet, drüber geschickt. Da ist jetzt der Einsatz davon. Vertrau mir, das ist die Gegenwirkung, das ist das Gegengift. Und runter damit. Ich soll runter, warte. Ich habe mir Mühe gegeben, dass sie nicht stinkt. Und sie ist diesmal auch nicht rot, schon mal ein Vorteil. Ja? Ganz schnell, du hast nicht mehr viel Zeit. Los, so los. Sag runter damit. 3, 2, 1, dein Ziel. Ich habe mir Mühe gegeben, hallo. Sag nichts Falsches. Schmeckt nicht so gut, aber... Hallo. Ja. Hallo. Hey, hey. Wir sollten es gleich Nein, haben. Meine. Meine. Jetzt haben wir Formel. Ich mache jetzt korrekt. Ich habe mir Mühe gegeben. War gar nicht mal so schlecht, dass das jetzt passiert ist. Ja, alles gut, jetzt hatten wir so. Trink aus! Als Drogenbauer muss man immer mächtig Acht geben. Ich meine, ein Rechenfehler, eine falsche Zutat, einmal dem Kollegen vertrauen und schon könnte der ganze Bums in die Luft fliegen. Er hat recht, er kennt sich aus. Zack. Genau. Ach, Leute. Ey, diese Spinne hat mich voll rausgebracht, Mann. Oh, okay. So, was macht sie jetzt? Hat sie einen Plan? Oh, wir sollten nicht rausgehen wegen den Eltern, Leute. Wir sollten doch nicht rausgehen. Wegen den Eltern. Oder ist es der Balkon? Ich weiß es nicht. Wo sind wir gerade? Wir sind draußen, oder, Leute? Sie fühlt sich schon noch draußen an. Das ist nicht gut. Oh. Hey. Hi. Ist alles gut? Ja, weiß ich. Keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht. Was ist denn los? Keine Ahnung, ob ich... Nele fällt sich irgendwie komisch so. Also ich weiß nicht, ob das so ein Tick bei euch Mädchen ist, dass manchmal irgendwie... Das ist so von heute auf morgen und sie hat so nichts mehr Lust. Du bist doch mit Fly zusammen oder so, oder? Ja, aber bei uns ist es irgendwie gerade ähnlich. Complicated. Also, ist auch mega abweisend. Ich weiß auch nicht. Das ist mega komisch. Vielleicht ist gerade so ein Ding, dass die alle so ein bisschen komisch sind hier. Das ist auch. Aber ich glaube, da hätte ich eine Idee. Achtet auf die Augen von McLarry, da passiert was. Oh. Was? Leute. Bitte? Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich immer gleich hoch, egal was man würfelt. Es ist genauso wahrscheinlich, dass du 8 mal eine 6 würfelst, wie 8 mal keine 6. Und das geht halt nicht in meinen Kopf rein, Alter. Oder nee, ist es nicht. Ist es nicht, oder? Doch. Nein, ist... Hä? Nee, ist es nicht. Oder? Es ist wahrscheinlicher, wenn du was erwürfeln möchtest. Nee, ich hab keine Ahnung, ich hab doch keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht, Alter. Schon wieder eine 5. Jetzt ist Mr. Grumble dran. Noch eine 5. Wow. Das kann nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun haben. Mr. Grumble, der alte Cheater. Ja. Apropos, ich wollte dir eh noch ein Kompliment machen, weil das Musikvideo ist wirklich Hammer geworden. Und ich höre mir auch den Song die ganze Zeit auf Spotify an. Also hast du wirklich gut gemacht. Danke. Hey, yo, was geht? Willst du ein paar Drogen kaufen? Wir haben hier gerade ein dickes Ding am Start. Voll Kalbsfleisch, hallo. Hallo. Alles gut? Sind wir eigentlich wieder sicher? Wir sind safe, Leute. Ja, Flo also den Tag mein rettet. Team hat alles gesichert und es wurde kein Mann gesichtet. Ach, Gott sei Dank, okay. Ei, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Küsst euch mal. Schaut euch doch an. Also, was Jojo sich da... Frau Gabsfleisch... Oh, was ist hier runtergefallen? Staub. Frau Gabsfleisch... Der ist echt verrückt. Ich und ein Schüler, also ich und Joel, also... Ja. Verrückt, nee. Ja. Leute. Ich sag nichts. Ich guck nur, ich beobachte nur. Okay. Nein! Oder vielleicht kannst du kurz vorher nochmal den Plan erklären.
Ja, okay. Also, wir werden jetzt ein Bild machen, auf dem wir uns fast küssen, okay? Ja. Aber nur fast. Und dann werden wir das posten, um Nele und Fly eifersüchtig zu machen. Keine gute Idee, Leute. Das ist wirklich gut. Aber Fly muss ja am Anfang sein Handy abgeben, deswegen, der kann das ja gar nicht sehen. Der hängt sowieso nur am PC und hat die Instagram-App runtergeladen, also... Ah, oh ja, aber Nele hat das auch, glaube ich. Die hängt auch da am Laptop rum. Ja, dann... Okay, dann lass uns das Bild machen. Das wird nichts, Leute, das wird nichts. Okay. Die küssen sich entweder wirklich oder irgendwas passiert. So? Irgendwas passiert doch jetzt, Leute, ich seh's. Oh, ich dachte, irgendwas passiert, aber es passiert einfach nichts. Es war ja low jetzt ein bisschen. Ohrenschmalz, Freunde, sammel dich auch persönlich, Ich habe ein Ohrenschmalz-Buch. Ruft mich an, wenn ihr das mal sehen wollt. Hallo. Hallo. Komm rein. Kommen Sie rein, junge Dame. Was ist mit dem passiert? Pisse. Kommst du? So viel Pisse. Hab die nicht so. Das war nur ein kleiner Vorzeichenfehler bei einem meiner Experimente. Ja, Quatsch, mit Soße, aber ja, alles gut. Kein Grund zur Panik. Der ist schneller wieder fit, als du gucken kannst. Okay, wenn du das sagst. Was gibt's? Dir? Ja, wie geht's dir? Ja, also mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Das wird jetzt unangenehm. Die Geschäfte laufen, ich kann mich nicht beklagen. Das wird sehr unangenehm, cool. Die Kunden bestellen, die ersten und ja, also... Leute? Gut, läuft's. Ja, es freut mich. Ja, wie geht's eigentlich, Julia? Leute. Weißt du da was? Du bestimmt, also... Hast du gehört, dass Madison gleich so Geister beschwören will und so? Weil ich bin eigentlich gerade gekommen, weil ich fragen wollte, ob du vielleicht... mit mir da hingehen willst, zusammen. Zu den Geistern? Ja, zu der Medium-Session halt von Madison. Wir? Mhm. Ja, wieso nicht? Klar, also. Da, so erobert man die Frauenherzen, Freunde. Auf eine Einladung antworten mit, ja, warum nicht, ja. Da freuen sie sich, da sagen sie, geil. Mhm. Ja, dann lass hingehen, oder? Mhm. Bis gleich dann. Bis gleich. Wir sehen uns. Ja. Tschüss. Okay. Oh Leute, jetzt werden Geister beschworen, alright. Ich bin gespannt. So, danke, dass ihr alle zu meiner Geisterbeschwörung gekommen seid. Sehr gerne, ich bin ready. Das Haus ist schon sehr alt, also sind noch ganz viele Geister. Ja, natürlich, macht Sinn. Ich glaube, ich gehe doch lieber schlafen. Jojo, komm, wir schaffen das schon. Ich bin doch da. Ja, okay. Wir schaffen das zusammen. Wen willst du eigentlich verarschen? Ganz ehrlich, kuschel doch mit deiner Heidi. Das war... Jeder hat das Foto gesehen. Okay, also... unsere Finger legen wir jetzt aufs Glas. Ja. Oh, Leute, ich hab kein Glas hier! Leute? Hallo Jenseits, hier ist Madison aus der 12A. Wir fragen uns, sind wir alleine? Nein. Hä? Hallo? Gebt uns ein Zeichen. Hallo? Wenn wir nicht alleine sind, dann bewegt das Glas. Wenn wir nicht alleine sind, dann bewegt das Glas jetzt. Leute, ich scheiße mich an. Was? Scheiße. Oh Gott. Oh nein, Leute, das Glas wurde halt bewegt. Habt ihr es gesehen? Ich bin ehrlich, Leute. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe das Glas nicht bewegt. Es muss einer von euch gewesen sein. Ich weiß nicht. Ich schwör's. Leute, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ja? Ich bin gespannt auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Sorry, dass es so lange gedauert hat, besonders an Anni. Hey, es tut mir leid, Mann. Hey. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert, ja, aber... Hier, bitteschön. Und Freunde, ich würde sagen, bis jetzt mal ein weiteres wunderbares Video. Bleibt fresh wie immer. Lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Vergesst natürlich nicht, ein paar andere Videos abzuchecken, ein paar Playlisten, ein bisschen rumzustöbern, die Regale mal aufzumachen, hier ein bisschen, was ist denn da drin? Ah ja, wieder zumachen, Türen öffnen, Türen schließen. Ihr wisst, wie es läuft, ja? Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh wie immer. Wir sehen uns und ciao.